Kann ich reinkommen? Schön. Oh Gott, da sehe ich es. Das absolute Grauen in der PET-Flasche. Ach schön, Leute, da sind wir wieder. Heute kann ich mich hier blamieren bis auf den Knochen. Harald hat mir hier auf Inkognito ein alkoholfreies untergemischt. Da haben wir hier noch Pernberger Wegkühler, spielt keine Rolle. Ein schönes Krombacher, ein Krombacher alkoholfrei. Das Wort schön wollen wir streichen. Ich soll jetzt hier rausfinden, welches das alkoholfrei ist, oder was? Jo. Ja, du sagst auch immer, jo. Jo. Das ist das Einzige, was du von Harald im Hintergrund hörst. Jo. Gott, nee, Alter, Papagei eingestellt. So, Leute, Harald markiert jetzt hier für euch nochmal das Alkoholfreie, damit ihr auch direkt von Anfang an Bescheid wisst. Ich weiß natürlich nichts. Da starten wir auch schon die erste Trinkung. Ersten Eindruck konnte ich gewinnen. Proband ist zufrieden. Ha, sag schon wieder, ich prokrastiniere hier. Soll nicht immer ablenken. Ich soll jetzt was zu den Biere sagen. Nach 35 Jahren eine Zigarette oder was weiß ich, wie viel das ist. Da hast du natürlich auch nicht mehr alle Geschmacksknospen da. Ich hatte eben noch einen eindeutigen Verdacht. Der ist jetzt gerade kaputt gegangen. Das könnte heute hier wirklich unangenehm werden für mich. Du hast hier hast du natürlich überhaupt keine Schaumbildung mehr. Das wundert mich schon. Dunkel, sieht fast aus wie ein schöner Whisky. Hier, total hell. Das sieht aus wie so eine Zitronen-Multivitamin-Magnesium-Tablette, die du schön nach dem Vorsuff ins Gesicht schraubst. Und hier, wieder dunkel, mehr Schaumbildung. Und wirklich ein schöner Schaum. Aber ich schöpfe hier. Bei dem schöpfe ich schon den ersten Verdacht. Hier. Das schmeckt ein bisschen vergammelt. Es schmeckt einfach vergammelt. Was soll ich sagen? Das schmeckt so, als ob es nicht mehr gut ist. Wie 3 Stunden auf in der Kneipe. Das schmeckt sehr malzig. Also Leute, wie immer stehen mir ein bisschen meine Geschmacksnerven im Weg. Ich meine, ich rauche den ganzen Tag. Ich habe schon ein paar Facetten gehabt. Vorhin ein bisschen was zu fressen. Ein bisschen Essig mit dabei, eine Tomaten, da will das nicht mehr so einfach. Eine leichte Malznote hatte ich hier. Der war malzig und der war malzig. Je nachdem, von welcher Seite ich komme. Der hier, das ist definitiv ein Bier. Spielt keine Rolle, wir wollen weitermachen. Das ist ein klares Bier. Ich löse auf, Harald. Das hier ist das Alkoholfreie. Das rühre ich nicht mehr an. Da willst du jetzt nicht mehr auflösen, Harald, oder was? Habe ich denn recht? Jo. Ja. Jo? Jo? Schon wieder, Leute. Ja, ein Glück. Da hätte ich hier mein Gesicht verloren. Also Leute, Geschmacksnerven on top, würde ich sagen. Beim nächsten Mal erweitern wir das Ganze. Da stellen wir ein Bier hin und 6 alkoholfreie. Dann wird das schon schwieriger. Ich bin heute immer alkoholfrei. Aber ich nehme ja alkoholfrei. Morgen. Also Leute, macht's gut. Tschüss. Den nehme ich noch. Prost.